Jetzt muss ich die Kette von den Hunden nehmen, weil ich will das da fest haben, damit, wenn die Hunde hier frei laufen können, keiner aufs Grundstück kommt und dann vielleicht die Tür offen lässt. Ne? Deswegen. Dann abschließen da morgen und lassen müssen, würde dann von hier rausgehen. Ne, keine Kette. Naja, und auch nichts, was ich da anbringen könnte, leider. Tja, dann muss ich die Hundekette nehmen. Egal. Mal gucken, ob das da durchpasst. Dann kann keiner die Tür aufmachen, wenn die Hunde hier drin sind. So. Muss ich jetzt noch gucken. Ja, das geht doch. Mal gucken, ob das geht. Durch die Dinger nicht durch, das habe ich mir gedacht. Das Ding ist zu breit. Gucken, ob ich noch einen schmaleren habe.
alle gleich. Ja, ja. Alle gleich dick. Dann geht das nicht. Was ich dann machen muss, ist nämlich, dass ich das da einmal so drumrum wickel, das ganze Band, dass ich das dann, das ist natürlich immer scheiße, wenn du dann die Tür aufmachen willst, musst du es immer erstmal rumwickeln alles, ne? Soll ja aber auch keiner aufmachen, solange ich nicht da bin. Dann kann ich das nämlich dann hier durchmachen oder hier. Ja, muss ich das dann halt da rumwickeln. Das kann ich eigentlich schon mal machen. Kann ich auch morgen machen. Egal, erstmal. Mach ich es nicht. So. Geschafft erstmal. Dann wollte ich noch das Küchenfenster Silikon machen. Aber mir scheint die Sonne auf dem Dötz. Scheiße. Das ist nicht gut. Eingetrocknet, ne? Wie schnell das eintrocknet immer, ne? Ich einmal das Dings silikonisieren hier, weil das Fliegengitter an der Küche geht andauernd ab. Richtig scheiße. Ich kann das nicht, Fenster so nicht aufmachen. Dann gehen wir ganz schnell jetzt ran. Dann einmal das Küchenfenster seht ihr nicht. So. Sonst. Muss ich auch erstmal sauber machen, ne? Muss ich erstmal ein Tuch holen.
das ja nicht mehr, wenn das so dreckig ist. Mann, habe ich das aufs Fenster geklebt, ich Idiot. Ja, die Sonne scheint mir auf den Kopf, ne? Die Hunde hätten mein Handy. Das geht doch ein bisschen zu ruhig.
aber die Schnauze voll sind. Ich kann noch irgendwas drunter legen. Irgendwie stehen wir noch mal so. Ich bin erstmal fertig. Das kann rein. Ja, den Pool habe ich nicht angemacht, weil ich mich nicht dazu entschließen kann, da nochmal reinzugehen. Ich habe echt keine Lust, da irgendwie mir noch was wegzuholen, weil da liegen so viele Blätter drin. Und wenn er jetzt kommen würde und den sauber machen würde, ich werde meinen Mann gleich auch nochmal anrufen, soll er dem Gärtner nochmal Bescheid sagen. So, muss ich nochmal da drunter tun, die Steine. Mal gucken, dass das klebt. Ja, und dann sind wir aber auch endgültig jetzt fertig. Ne? Ist er fertig? Ja. Schön. Das mache ich dann morgen fest hier. Also, ich sage kurz, bevor ich gehe. Vielleicht muss ich doch noch mal irgendwas einkaufen oder so. Das weiß ich noch nicht genau. Jetzt jedenfalls. Die Katzen sind schon wieder ordentlich am Werk. Gehe ich erstmal wieder rein, einmal duschen, Hunde lasse ich draußen und dann würde ich mal sagen, ich nehme den Schlüssel, die anderen können wieder rein. So, das kann auch weg. Die Zangen wieder rein. Und so. Das kommt weg. Und das kommt weg. Das kommt mit rein. Messer. Das mal mit Spülmittel machen. Dann geht das weg. Dann mit Seife. Genau. Ja, Schnurrt und Maus. So. Und dann gehe ich nochmal ins Duschen. Die Leiterarbeit ist jetzt auch getan. Die kann weg. Das Futter habe ich schon mal rausgeholt. Das stelle ich dann unten ins Lager. Ich muss hier nochmal absprechen mit meinem Gärtner, ob der nun hier bleibt oder nicht. Beziehungsweise ob der jetzt hier schläft oder nicht.
Und dann muss ich noch mal diese Sachen nach oben bringen. Das auch. Den Sonnenschirm zumindest, weil der andere, der geht sonst durch die Sonne immer kaputt, aber den bringe ich nach oben. Den anderen brauchen die Kinder bestimmt, wenn die kommen. Meistens, aber der hier kann auf den Balkon. So. So sieht das Wetter aus. Meine Schuhe habe ich auch gewaschen. Mal gucken, welche ich jetzt anziehe. Sehen nicht mehr so schick aus, ich weiß, aber jetzt ist hier so eine Biene drin. Wo bist du denn jetzt schnell reingekommen hier? Scheibenkleister. Dann mache ich mal die Tür hier zu, damit sie wieder rausfliegt. So. Wasche ich noch einmal meine Hundesachen wieder. Das wird dann das letzte Mal sein. Und Kochwäsche muss ich noch machen.